Du suchst wen, richtig? Ja, woher weißt du davon? Das ist geheim. Aber für 1000 Glitzersteine helfe ich dir, den Mann zu finden, den du suchst. So viel zahle ich nicht. Dann 5000. Du hast keine Ahnung, wie man handelt, oder? Du musst mit dem Preis runtergehen, nicht hoch. Oh, dann will ich 5, genau. Du bekommst 10, wenn du mir wirklich hilfst. Wow, für mich allein? Abgemacht. Da hast du dein Elixit. Was wolltest du mir sagen? Mein Papa kennt den Mann, den du suchst. Und, hat dein Papa auch einen Namen? Claro, aber den musst du raten, sonst macht's keinen Spaß. Na schön, gib mir einen Tipp. Er ist der wichtigste Mann im Krater. Baxter ist dein Vater? Der doch nicht. Mein Papa sorgt dafür, dass niemand verdurstet. Dann sprichst du von Mick, dem Wirt. Genau. Hey, du bist klug. Danke, Kleine. Du warst eine große Hilfe. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass ich gepetzt habe. Sonst wird er wütend. Ehrenwort. Ich muss jetzt gehen. Bis irgendwann mal. Warum sagst du das immer? Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Du hast gelogen. Du kennst Viper. Woher weißt du? Verflucht noch eins. Hat der Skör wieder geredet? Das geht dich nichts an. Nur Ärger mit der Kleinen. Na, warte. Fass sie an und du steckst in noch größeren Schwierigkeiten. Schon gut, beruhig dich, hier passiert nichts. Es ist nur so, wenn bestimmte Dinge in den falschen Hals geraten, geht es mir an den Kragen. Dann hat sie niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Aber das ist meine Sorge. Reden wir von Viper. Ich arbeite für ihn, liefere ihm hier und da Zeug, erledige Gefälligkeiten. Nichts Großes. Ich will ihn treffen, kannst du das arrangieren? Du verlangst ganz schön viel von mir. Er wird Fragen stellen. Was soll ich ihm sagen, wenn er den Grund des Treffens erfahren will? Er und ich haben einen gemeinsamen Freund, Skibo. Na schön. Ich werde es ihm ausrichten. Warte bis morgen Abend. Dann kann ich dir sagen, ob das Treffen stattfindet. Was ich davon halte? Behalte ich besser für mich. Die Gerüchte habe ich auch gehört. Mich fragt ja keiner. Schlechter Zeitpunkt. Mach dich vom Acker! Ja, aber ich mag neugieriges Pack nicht. Ich habe das schon mal gehört. Bewohner Magalans, haltet euch an das Gebot der Reinheit. Fremde Substanzen sind gefährlich. Elex-Konsum ist dabei genau. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Wir sehen uns später. Wenn Sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten. Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut, ich habe schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies?
Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Gut, gehen wir der Sache mit den Chips nach. Aufbruch in 3, 2, 1. Baute mehrere Einheiten direkt vor uns. Dann machen wir schnell, bevor sie wieder verschwinden. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach überrannt. Verdammt. Die ganze Welt geht zugrunde und trotzdem geht jeder immer noch seinem alltäglichen Einerlei nach. Ist schon ein bizarres Zeitalter. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Vielleicht sollten wir mit ihnen in Verhandlung treten, anstatt sie zu bekämpfen. Jetzt fangen schon die Maschinen an, moralische Fragen aufzuwerfen. Auch hier wurden nicht nur Kontrollknotenchips verteilt. Sie haben auch hier wieder Rechenelemente der Maschinen entwendet. Dann hast du vielleicht recht und sie brauchen wirklich mehr Rechenpower für eine ihrer Forschungen oder zumindest die Ressourcen dafür. Möglich. Jedoch basieren ihre Systeme nach meiner Analyse der letzten Tage auf weitaus komplexeren Bausteinen. Dann gibt es für mich nur eine Lösung für dieses Rätsel. Die Skyans sammeln den alten Elektroschrott, weil sie verhindern wollen, dass wir Menschen ihn reaktivieren und ihn gegen sie einsetzen könnten. Analysiere. Möglich. Die strategischen Positionen ihrer Aktivitäten würden diese neue These untermauern. Gut, aber was können wir tun, um die Situation zu verbessern? Analyse noch nicht abgeschlossen. Neuronale Netzwerke sind Hauptbestandteil der Skyan-Technologie. Das ist sehr effizient. Okay, Sie benutzen also lebendes Gewebe für Ihre Informationsverarbeitung? Teilweise. Einige davon sind auch künstlich.
Das schließt jedoch in jedem Fall unsere erste These definitiv aus. Interessant. Bin schon gespannt, was du beim nächsten Mal herausfindest. Ich werde dich informieren, sobald ich eine neue Ortung habe. Macht das keinen. Ich bin nicht davon überzeugt. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Trotzdem ist es noch zu hell. Viper mag kein Tageslicht. Schlage vor, wir warten auf den Abend, kippen uns ein und wünschen uns gegenseitig Glück. Einverstanden. Na bitte. Locker gefällst du mir besser. Du hast einen ordentlichen Zug drauf. Klassischer Bleimagen, was? Aber es ist Zeit. Brechen wir auf. Ah ja. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Na schön. Hoffentlich behältst du dieses Mal recht. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werde ich. Dir viel Erfolg. Hoher Besuch. Viper wartet schon. Da bist du ja. Komm mit rein. Nur keine Scheu, tritt näher. Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Unangenehmer Zeitgenosse. Eine Spur zu neugierig. Was hast du mit ihm gemacht? Dem geht's gut. Du hast einen falschen Eindruck von mir. Aber ich mache dir keinen Vorwurf. Immerhin strahlt diese Absteige nicht gerade Vertrauen aus. Komm zum Punkt. Umgehend. Einen Augenblick. Ich brauche euch nicht mehr. Wartet draußen. Geht klar, Boss. Weißt du, normalerweise habe ich an allem meinen Anteil. Waren, Dienstleistungen suchst dir aus. Aber seit ich versuche zu expandieren, sinkt die Zahl meiner Geschäftspartner. Dabei fing alles so vielversprechend an. Doch ich greife vor. Sortieren wir die Dinge etwas. Du bist, ebenso wie dein bleicher Partner, wegen Skibor hier. Oder sagen wir Ex-Partner.
Die Ratte ist sofort zum Depot aufgebrochen, nachdem ich sie mit ein paar Lügen gefüttert habe. Ein Jammer. Der eine lässt dich im Stich, der andere fliegt in die Luft. Du weißt davon? Natürlich. Und ich muss mich bei dir bedanken. Wärst du nicht gewesen, hätte der Idiot Howler alles zunichte gemacht. Falls du dich nicht mehr erinnerst, er wollte dich und Skibor um ein paar Splitter erleichtern. Gut, dass du dich nicht auf sein Spiel eingelassen hast. Skibor hätte sein Ziel nicht erreicht. Du gibst mir etwas zu bereitwillig Auskunft. Du hast ein Anrecht auf die Wahrheit. Und verhindern kannst du den Anschlag sowieso nicht mehr. Kein Grund also, dir etwas vorzumachen. Dann waren Skibor und du Partner. Nützliches Werkzeug ist eine bessere Bezeichnung. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen. Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihn nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen, der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Der Anschlag auf die Alps war also alleine deine Idee. Natürlich. Das Feuerwerk sollte meine Eintrittskarte nach ganz oben werden. Ist nur nichts draus geworden, wie du unschwer feststellen kannst. Wie konntest du Skibor zur Bombe machen? Kleinigkeit. Ihn zu betäuben war eine meiner leichtesten Übungen. Danach musste ich ihn nur noch aufschneiden und verdrahten. Schon war er reisefertig. Und dank eines selbstgemixten Stim-Cocktails hatte er außer ein paar Magenschmerzen keine Nebenwirkungen. Alps sind verdammt zäh. Das gilt auch für einen Alp auf Sparflamme. Woher wusstest du, wann er aufbricht? Ich kannte seine Routine, zumindest dachte ich das. Ich habe ihn mit der doppelten Menge Elex ausgestattet und war überzeugt, er würde den Stoff umgehend bei seinem Auftraggeber abliefern. Nur hat sich der Scheißkerl nicht von der Stelle bewegt, konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Dumm nur, dass ich nichts mehr hatte. Und jetzt stell dir die Situation vor. Der leiseste Furz reicht aus und du wirst zusammen mit ihm aus dem Krater katapultiert. Auch wenn der Zünder nur auf eine hohe Elex-Konzentration reagieren sollte, konnte ich mir nicht sicher sein. Und weder Baxter noch Hector hätten es lustig gefunden, wenn man ihnen die Hütten unterm Arsch abreißt. Glücklicherweise kamst du und hast mir die Sorge abgenommen. Dafür, dass du fast einen Krieg provoziert hast, wirkst du reichlich gelassen. Jeder weiß, dass nicht wir, sondern das lila Gemüse die volle Aufmerksamkeit der Alps genießt. Außerdem sollten die Kleriker als Prügelknaben herhalten. Dafür musste ich nichts weiter tun, als Skibor auf sie anzusetzen. Ihr Metall gegen Elex, das war der Deal. Er wusste ja nicht, dass er damit seine Beerdigung einleiten würde. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Du warst unvorsichtig. Richtig, das passiert mir kein zweites Mal. Wenn ich dir vorschlage, für mich zu arbeiten, was sagst du dann? Nein, mit Leuten wie dir mache ich keine Geschäfte. Ha, exakt diese Antwort habe ich erwartet und mich darauf vorbereitet. Ich kann einfach niemanden gebrauchen, der mehr weiß als ich.
Und was du weißt, reicht aus, um mich zur Zielscheibe zu machen. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Fehler? Das war meine volle Absicht. Je weniger sie wissen, umso besser. Aber da du sie ja so vermisst, pfeife ich sie wieder herein. Grüß Kibor von mir. Verdammt, was war das? Jetzt ist eure. Hat er dich erwischt? Wo kommst du denn her? Du hast doch nicht gedacht, ich lasse dich im Stich. Nein, tut gut, dich zu sehen. Keine Ursache. Verschwinden wir, bevor uns die Neugier der Leute in Schwierigkeiten bringt. Ich hatte das zweifelhafte Glück, den Kerl vor dir ausfindig zu machen. Er hat mir gleich misstraut und war im Vorteil. Also musste ich Maßnahmen ergreifen. Du meinst, du hast dich dumm gestellt? Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Seine Handlanger haben mich nicht verfolgt. Gut, dass du sie aus dem Spiel genommen hast. Ich war mir nicht sicher, ob du mit allen fertig wirst. Warum also ein Risiko eingehen? Tragen wir die Ergebnisse ein letztes Mal zusammen. Da vorne haben wir unsere Ruhe. Hier entlang. Dann mal heraus damit. Was hast du erfahren? Skibur trifft nur eine Teilschuld. Das Elex ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie das? Sein Konsum war doch auf ein Minimum beschränkt. Er sollte es für jemanden besorgen. Der Outlaw hat das ausgenutzt und ihn zur Bombe umfunktioniert. Verflucht! Weißt du, was das bedeutet? Es ist noch nicht zu Ende. Wovon redest du? Pass auf! Elexitor Azog hatte schon länger den Verdacht, dass Commander Irissa mehr Elex konsumiert, als für sie bestimmt war. Es war meine Aufgabe herauszufinden, ob seine Theorie der Wahrheit entsprach. Erinnerst du dich noch an unser Treffen bei den Kollektoren? Dort habe ich nach ihrem Mittelsmann gesucht. Ich konnte nicht ahnen, dass Skibor diese Rolle übernommen hat. Der Commander ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Commander, empfehle Anpassung der Sicherheitsstandards zur sofortigen Lösung des Konflikts. So einfach wird es nicht gehen. Eine Konfrontation mit dem Commander ist unausweichlich. Du hättest mich eher einweihen sollen. Ich weiß. Und ich bereue, dass ich es nicht getan habe. Ich kenne die Gründe für Irissas Verhalten nicht, aber ich habe gelernt, dass es besser ist, sie zu erfahren, bevor man ein Urteil fällt. Nur bin ich nicht mehr der Richtige für diese Angelegenheit. Du hast mir bewiesen, was es heißt, effizient zu sein. Was es bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht ins Depot zurückkehren und weitermachen wie bisher. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Dafür muss ich der Direktive den Rücken zukehren. Ich muss die Alps verlassen. Das wird Azog nicht gefallen. Unwichtig. Das Ergebnis, das du ihm vortragen wirst, wiegt meinen Verlust auf. Was hast du jetzt vor? Ich werde tun, was auch du getan hast. Für eine Weile ins Exil verschwinden. Wenn du mir aber einen letzten Gefallen erweisen willst, sei nachsichtig mit Commander Irissa. Ich weiß, ihr versteht euch nicht, aber wir haben ihr viel Gutes zu verdanken. Ich denke darüber nach. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wer weiß, vielleicht schaffst du es sogar, ihr die Augen zu öffnen. Da ich vom Abschied nehmen nicht viel verstehe, versuche ich es gar nicht erst. Schon gut. Pass auf dich auf, Zarek. Werde ich.
Aber geh jetzt. Das Depot wartet. Ach und Jax. Ja? Danke. Empfehle Vorsicht, unübersichtliches und brüchiges Gelände. Hohe Elex-Konzentration in der Region gemessen. Abbau empfohlen. Ich glaube nicht, dass das den Alps gefallen würde.
Du bist zurück. Nun gut. Ich nehme an, du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Irrtum. Aber den Rest klären wir besser ohne deine Wachen. Ich habe mich wohl verhört. Glaub mir, ich tue dir einen Gefallen. Na schön, wenn es dir so wichtig ist. Lasst uns allein. Zu Befehl, Commander. Dann mal heraus damit. Sind die Kleriker für den Anschlag verantwortlich? Sind sie nicht. Aber die Outlaws, zumindest einer von ihnen. Was erzählst du da? Skibor hätte sich nie auf sie eingelassen. Ja, bewusst nicht. Aber er wurde benutzt und zur Bombe gemacht. Und das hat er dir zu verdanken. Wie kannst du es wagen? Du stehst vor einem Commander der Alps. Erspar mir das. Ich will dir helfen. Mir helfen? Das kann niemand. Versuchen wir's. Fangen wir damit an, dass du mit der Wahrheit rausrückst. Na gut. Ich kann dir ja doch nichts vormachen. Skibor musste mich mit Elex versorgen. Ich wusste keinen anderen Ausweg. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, jeden Tag Urteile zu fällen, die nur Tod bedeuten. Wie es ist, mit anzusehen, wie sich die Leichen anhäufen und ihre Gesichter an dir vorbeiziehen. Ich aber muss mich damit abfinden. Jeden Tag. Muss Entscheidungen treffen, um unsere Maxime zu erfüllen. Muss mich der Effektivität unterwerfen. Elex hilft mir zu vergessen. Es spendet Kälte. Lässt mich abstumpfen. Nur reicht die normale Ration nicht. Skibor hat das verstanden. Zumindest mehr als alle anderen. Und jetzt kommst du und hältst mir den Spiegel vor. Empfehle Druck auf Tränendrüse zur Stressbewältigung. Nicht jetzt, Crony. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Für mich gibt es keine Zukunft mehr. Wer sagt, dass deine Zukunft bei den Alps liegt? Arbeite für die Kleriker. Ich? Für die Kleriker? Sie würden doch niemals... Eine helfende Hand abweisen? Korrekt. Du überraschst mich jedes Mal aufs Neue. Warum tust du das? Wieso hilfst du mir? Ich habe es einem Freund versprochen. Verrätst du mir auch, wer das ist? Zarek. Zarek? So langsam fange ich an der Realität zu zweifeln. Ich dachte, er kann dich nicht leiden. Eure Unstimmigkeiten waren doch der Grund, warum ihr zusammen losziehen solltet. Ich wollte von mir ablenken. Nun ja, auch das ist mir misslungen. Wo steckt er überhaupt? Er kommt nicht zurück und du solltest das auch nicht. Jetzt lass dich nicht länger bitten und brich zu den Klerikern auf. Wenn Hagen sich querstellt, sag ihm, dass ich dich geschickt habe und er mir einen Gefallen schuldet. Umgehend. Ich muss nur noch ein paar Dinge zusammenpacken. Mein letzter Befehl lautet, berichte Azog. Ihm obliegt es, die Untersuchung offiziell abzuschließen. Sag ihm, dass mein Fehlverhalten ausschlaggebend war. Vielleicht hilft ihm das Wissen, um jemand Fähigeren für meinen Posten zu bestimmen. Ach, und Jax. Ich weiß. Dank mir ein anderes Mal. Mach's gut.
Der Anschlag auf das Silo ist aufgeklärt. Ich hatte von meinem persönlichen Agenten einen abschließenden Bericht erwartet. Wo ist Zarek? Verstorben. Und die Umstände seines Todes? Dazu müsste ich weiter ausholen. Nicht nötig. Wenden wir uns wieder dem Anschlag zu. Ich erwarte einen kurzen Abriss der Faktenlage. Mich interessieren insbesondere Informationen zum Initiator und etwaigen Mitwissern. Fangen wir mit dem Initiator an. Um wen handelt es sich? Ein Outlaw. Er hat persönliche Ziele verfolgt. Und sein Status? Eliminiert. Gut. Etwaige Vergeltungsmaßnahmen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Kommen wir zu den Mitwissern. Wer war involviert und in welcher Funktion traten sie auf? Skibor war ein Opfer der Umstände. Er wurde im Krater enttarnt und zur Bombe gemacht. Worauf ist seine Enttarnung zurückzuführen? Irissa trägt die Verantwortung. Sie hat ihn zur persönlichen Elex-Beschaffung abgestellt. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass sie ihren Posten zur eigenen Bereicherung missbraucht. Jetzt habe ich die Gewissheit. Auf der Verlustseite stehen ein Elex-Silo, ein Scout und ein Commander. Das ist eindeutig zu viel. Dennoch wäre die Lage schlimmer, wenn nicht alles ans Licht gekommen wäre. Da du dich bereits gegen einen Wiedereintritt entschieden hast, werde ich deine Verdienste auf andere Weise kompensieren. Hier, ich überlasse es dir, wofür du es verwendest. Wie ist die Lage? Die neuen Gegner gewähren uns kaum eine Atempause. Sie in Schach zu halten, bindet Ressourcen und reißt Lücken in unsere Organisationsstruktur. Sie zu füllen, wird deine Aufgabe sein.